So, willkommen zurück. Folge 11 ist am Start. Müsste Folge 11 sein. So, wir brauchen einen neuen Desert Fox. Desert Fox der Zweite. Yes, Commander. Armor Deko. So. Nein. Da waren wir. So. Officer Training School. Squad Size 2 könnte ich mal machen. Das werde ich auch nächstes machen, da kann ich dann. Oder Rapid Recovery. His or her will for that, or, you know, will squadmates, okay. Wet work. Mehr, okay. Iron Will. Iron Will ist dann später gegen Mind Control und sowas wichtig. Assign new research. Heavy Lasers, Ray Gun und Laser Cannon available to manufacture. Die Laser Cannon ist, glaube ich, das Flugzeug. Railgun? Recoilless Slugs can be fired in short bursts. Research on heavy laser. Ah, okay. Das ist für meine Mech-Einheiten. Das würde ich gerne mal machen. Für die Forschungshilfen. Ja, der geht ein bisschen scharf. Kommt auch noch vom Council Report. Interessant. Sein New Research, was er mir gebracht. Basic Armor Technologie, okay. Kann ich jetzt schneller Armor erforschen? Ja, könnt ihr euch in 6 Tagen das erforschen. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Autopsien jetzt mal durchmache. Wahrscheinlich schon. Although I'm sure you can make the connection yourself, we've designated this particular specimen as a floater. The research team is continuing in its efforts to determine how the aliens prevented the organic tissue from rejecting the mechanical components, as they seem to work in perfect harmony with one another. So, jetzt kommt mal der Bericht. Council Report. Incoming transmission. Of the XCOM project thus far, Commander. Engineers plus 3 and science. Your recent results were beyond our expectations, and that is not a statement this council makes lightly. So, jetzt glaube ich, bräuchte ich mal Build Facilities. Auf jeden Fall ein Satellite Uplink brauche ich. Begin Construction und das arbeitet sogar noch zusammen. Nein, 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 nein. Das ist ein Cybernetics Lab. Counts as a Workshop, dann ist das also sozusagen ein Ding ist ein Forschungsinstitut. Labor. Will ich noch ein Labor bauen? Momentan forsche ich eigentlich schnell genug, finde ich. Brauche ich nicht unbedingt noch ein Labor bauen. Das will ich auf jeden Fall mal ausheben. Und dann Build by Items. Laser Cannon. Manufacture. Oh, 2, denke ich. Davon mache ich auch nochmal 2, damit ich mich verteidigen kann. Dann brauche ich dafür eigentlich 5 momentan. Brauche ich gleich der 6. mit. Ja, brauche gleich der 6. mit. Da habe ich meine komplette Squad-Size. Erstmal die Armor. Und da habe ich auf jeden Fall bessere Überlebenschancen jetzt in den nächsten Gefechten. Da ist schon wieder mein monatliches Einkommen weg. Schade.
Defense Matrix, Dodge, Available. Achso, da kann ich dann ausweichen, wenn ich im Luftkampf bin. Immediate Imperial Boost or Units. Also kannst du nur einmal ausweichen, okay. Man kann ja damit genau einmal ausweichen. Wie gesagt, ich wollte die ganzen Autopsien jetzt mal durchmachen. The tall one has, up until this point, been unofficially referred to as the thin man. Initial testing has revealed a concerted effort by the aliens to modify this specimen's genetic structure in such a way as to make it appear human. However, on closer inspection, they seem to have had some trouble concealing the eyes, which appear to be reptilian in nature. Die haben ein, was Reptilienartiges einfach mal menschlich aussehen lassen wollen. Huch. Ja. Na egal. Machen wir es so. Commander, we're detecting a new large. Oh nein, ich habe was vergessen. 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 Ah. Was? Der ist auch noch auf Repair? Oh fuck. Tja, dann könnt ihr das bei dem zumindest machen. Confirm. Tja. Ich kann gar nie. Shit. Das gibt mir einen ordentlichen Negativschub. Repairing Hour 7. Send your research. Gas created available for manufacture. Muscle fiber destiny available for gene medic. Oh, Gaskanone hatte und irgendwelche andere Sachen. Oh, Grenade Form. Okay, das ist sozusagen das, was die Simmel machen können. Muscle Fiber Density. Mhm. Okay, damit kann man auf die nächste Stufe springen. I've always thought of science as a way to improve our everyday lives, to answer the long-standing questions of scientific history. Wo powerst du denn bitte jetzt auf Forschung? Aliens, though. It's all... Contact detected. Ja, toll. We haven't scrambled our fighters to intercept the latest UFO contact. Let's hope it doesn't do any serious damage. Ja, ich weiß. Illyrium Generator available. Mac 2 ist in der available to manufacture. Illyrium Generator? Illyrium Power Generator Supply plus 30 Power Adjustment Bonus. For every adjustment powerful. Jetzt kann ich hier die zweite Stufe vom Mech Suit bauen. Mech gesagt, fine motor control. Instead, the Mech can spray the room is to heal only by air. Okay. Grenade Launcher. Ey, den NAV-Computer auch mal bitte erforschen. Council Medal of Honor. Assign power. Plus 1 aim and will for each mission completed with no soldier death. Up to a maximum of 10. And critical chance if not within 7 tiles of an allied unit. Das ist mein Sniper. Award Medal. Bin ich da? Accept. Habe ich mir einmal selbst eine Medaille verliehen hier. International Service Cross. Plus 2 Award Medal. Welche ist das? Die. Kopie hatte ich schon. Will. Ha. Huh. Ich denke, gibt es ihm. Unserem kleinen Porno-Bärtchenträger. Was ist das hier? Awards Medikits. Heal Tumor. Okay. Das ist ja hier bei ihm noch wichtig, wenn es mal benutzt wird. Mit heilen. Hm.
Und das war plus 5 Enemy Award Medal. Damit auch mal ein bisschen was triffst hier. Gegen Full Cover. Jetzt sollte ich meine besten Leute aber nicht mehr verlieren, ey. Das ist echt ein Problem. Die ganzen Medaillen, die haben. Stimmt ja. Hätte vielleicht mir auch Waffen bauen sollen. Reaper Rounds, Flashbang Grenade. Eine Flashbang Grenade? Mhm. Railgun, Laser Sniper Rifle. Sowas hätte ich mal eher bauen sollen, glaube ich. Und Heavy Laser und so. Aha, ich bin schlau, ich bin ganz schlau. Also eine Sniper Rifle brauche ich, das kostet mich 35. Jede Menge Heavy Laser, so. Kostet mich auch 30. Was? 3 Scatter Lasers wollen die haben. Kriege ich die irgendwie zusammen? Brauche ich dafür Scatter Lasers 30 ein? Da brauche ich 90. Wo ist jetzt die Grey Market? ...60, 70... ...80... ...90. Complete Transaction, so. Engineering, Build by Items. Scatter Lasers. Manufacture. Map! Wird wohl nix. Dann baue ich mir aber nicht die Raygun, sondern die Laser Sniper Rifle, denke ich. Eine normale Laser Rifle könnte ich auch noch bauen. Oh, Laser Pistol. It does not require reloading in the field. Hä? Ach so, weil die Pistolen generell das nicht brauchen. Naja. Scan for activity. Commander, the council is requesting your attention. Secure transmission coming in now. Panic reduction rewards. There is a new for the fishing village has gone dark. Reports from Intel resources suggest any involvement we should send in the team to investigate the site and figure out what happened. Okay, in einem Fischerdorf. Deal unit, make items available, accept. So, Chris Reaperman. Edit unit, customize. Ich nehme hier das. Loadout. Capture's Armor. Sieht irgendwie fett aus. Kann ich das auch noch customisieren? Armor Deco? Nice. Edit Unit, Loadout, Capture's Armor. Laser Sniper Rifle. Frag Grenade. Moment mal. Nee. Hä? Loadout. Ne, kriegst das. Und Capture's Armor kriegst du aber trotzdem. Customize. So wahrscheinlich am besten. Loadout. Customize. Edit Unit. Loadout. Zack. Customize. Nee, mir gefällt irgendwie das besser. Ist die wirklich ganz Augen? Die ganz Augen, die ich habe? Ja, da hab ich schon noch jemanden. Loadout. Capture's Armor. Customize. Sehen sie alle ein bisschen fetter aus und ein bisschen mehr Leben. Sehr gut. Hoffentlich hilft es mir was. Ich habe mein
Bogen, das Bounce Mission. Du? Ist ja wirklich auf dem Fischerbereich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine neue Map. Es gab kein Fischerdorf-Mission vorher. Und da fängt man nämlich auch die Luft an und geht runter, genau. Commander, we've been asked to investigate some unusual activity taking place near a small fishing village on the island of Newfoundland. Hier gibt's kein Meld. Officials were responding to a Mayday signal when all contact was lost. From the ship, the village, and the rescue team itself. Okay. One will need to move in and secure the area. Let's see if we can find out what happened here. Objective updated. Hier in Position. Ein bisschen erstmal die Häuser, die hier direkt vor mir sind, erkunden, würde ich sagen. Zombies near your position strike one. What the fuck? Zombies? We need to find out where these things are coming from on the double. Chrysalids. Oh nee. Oh nee. Kann sogar direkt treffen. ...100% Treffergenauigkeit, dann macht er sogar extra Schaden jetzt mit der Pistole. 5 Critical, BAM! Ach man, jetzt damit ich doch da hingehen. Chris Reaperman darf auch mal einen Kill machen hier. Oh, ne, sind Zombies. Oh, Alter, das ist so ein sinnloses Gebäsche mit den Zombies. Da kann ich auch damit schießen. Das wäre nämlich deutlich effektiver. 81%, ich versuch's trotzdem. Wie gesagt, deutlich effektiver. Bin dran. Musst du auch noch einen wegmachen? What the hell? Verdammt, Feind lebt noch. Macht's halt Guppi wieder. Rücke aus. Bin unterwegs. Mal nachladen, weil ich werde das Geladene bald brauchen, wenn hier Chrysalids sind. Halt mal 8 Damage, wenn die mir irgendwie zu nahe kommen. Position bestätigt. Auf dem Weg. Bestätige. Wieder am Start. Ich weiß nicht, ob ich hier außen mit lang gehen will. Ist ja nicht so viel Platz. Ich kann ja nur gerade vorrücken sozusagen. Oh ne, hier unten ist ja noch jede Menge. In dem Bereich. Ah, aber hier ist eine komplette Wand. Ich weiß nicht, ob ich da durch vorrücken will. Wahrscheinlich eher nicht. Auf dem Weg. Haken wir es an. Muss dann aber hinten auch mal welche im... auf Dingens haben. Was ist das denn für ein Haus? Wahnsinnig riesig. Sind alle sichern hier? Hey, ist irgendwie ein Stand bloß. Sogar ein Radar oben sehe ich gerade mal. Das ist mir vorher nie so richtig aufgefallen. Thank you.
bewegt sich auch noch mit dorthin. Wieder kein hinten auf Overwatch. Dann wieder ein Zombie. Beide verfehlen, wie es scheint, wenn hier zwei schießen. Ich dachte, wir hätten zwei geschossen. Ah, da schießt noch einer. Schießt erstmal die ganze Scheiße weg da. Wenn wir nicht tritt, fallen sie auch nicht um. Hm, das ist wohl wahr. 95% kommen. Wieder ein 9er Critical. Macht echt seinen Job ganz gut. Nein, das ist gar nie. Sehr gut. 35, oh Gott. 80. Aber du brauchst. Kannst. Na, komm, nimm mal. X wollte mal wechseln hier. Ach, der hat ja keine. Aha, der hat keine Nebenhandwaffe. Aber du kannst mal gucken, ob du. 67, das würde eigentlich reichen. Komm. Sehr gut. Ich kenne Lust, meine Hauptwaffen dafür jetzt zu verballern. Hier jetzt zum Glück, denke ich, gerade keinen Zeitdruck. Verstanden, unterwegs. Bin schon da. I'm no fisherman, but something about that shark just doesn't look right. Oh, haben die Chrysalid sich etwa in die Fische eingefressen? Oh, fuck. Erstmal ein bisschen was reindrücken. Der kann sich ja noch bewegen vorher. So, du auch noch mit reindrücken. Doppel-Holo-Targeting. Ja, die Pistole schon in der Hand. Nave. Wenn der dahin geht, könnte er dann theoretisch das sehen. Nee. Nur mit dem Sniper. Aber wenn es näher rankommt, kann ich auf Overwatch gehen. Verstanden, Commander. Wahrscheinlich mit dem am besten auch. Wenn die hier, die Hauptwaffe nimmt, die Schrotflinte. 43, ist nicht so wahnsinnig viel. Ich versuch's mal. Ja, macht nur einen Schaden. Wie erwartet. Mehr oder weniger. Na, nein, jetzt löst der den Overwatch aus, oder? Ja, fuck. Das war nicht so geplant. Au, 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 au. Ich weiß auch schon, dass sich bewegt, wir müssen nicht angreifen dürfen. Wie mache ich das jetzt? Der mit der Schrotflinte macht wahrscheinlich so viel Schaden. Na, das sieht natürlich total aus, nix. Oh Mann, der hatte doch. Ne. Pistole war vollkommen richtig. So, wenn das 100% ist, dann macht der das erstmal weg. So, perfekt. So, und du drückst dem mal volles Ballett in rein. Perfekt. War doch die beste Variante. Die nisten sich jetzt eigentlich so in allem ein, was irgendwie organisch ist oder was und groß. Na, herrlich.
Da sind noch mehr Fische. Fuck. Fuck! Oh, 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 oh. Das war schlechtes Timing. Das war richtig schlechtes Timing. Kann wenigstens versuchen, nur einen wegzumachen. Oh shit, 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 oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Er schießt vorbei, nein! Fuck, 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 fuck. Oh nein, jetzt machen die den kaputt. Mein Gubi nicht! Nein! Oh. Nicht Gubi! Nein! Der hat immer noch überlebt. What? Okay, ich habe jede Menge Leben. Wow, wow, wow. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall Runnen gar nicht. Ich muss die Viecher wegmachen, aber wie? Wie dringend, ey. Meine Güte. 63, 61. 75, 80. Erstmal einen wegmachen. Erledigt. Null Munition. Ich bin leer. 100. Er ist ausgeschaltet. Kann nicht angreifen. 95, komm. Perfekt. Da laufe ich mal schon einen Schritt zu weit vor, ey. Und hab so Glück, dass er so viel aushält, ey, meine Fresse. Und das Leben regeneriert durch seine Dingens. Nein, nicht. Ich will die 6 haben. Dankeschön. Ich muss auf jeden Fall mitheilen. Nachladen. 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 Boah, das war echt. Das war hammerhart knapp. Ich dachte echt, gut, wer ist tot. Ich hätte nicht gedacht, dass er 2x5 Schaden aushält, ey. Lass mal jemand anderen vorgehen, oder? Der hat auch plus 10 Leben, aber naja. Das hier ist noch sowas, wo ich sage, da können sie jetzt auch noch drin sein. Ich nochmal Guppi heilen. Ich mach mich los. Wahrscheinlich schon, ne? Ich will Guppi auf jeden Fall nicht verlieren, deswegen lieber heilen. Lieber heilen. Anstatt das zu sagen, hätte ich doch mal geheilt. Und dort will ich mal gucken, dass ich hier nach rechts ein bisschen die Sicht behalte. Meine Übersicht behalte sozusagen. In Bewegung. Boah. Ich hätte also aus Not auch noch Run and Gun gehabt, um da zu retten, aber pua. Ich will jetzt nicht zu dem Fisch gehen. Kann ich da irgendwas machen, wenn ich bei dem Fisch bin? That ship didn't just run aground. It looks like it was overrun. I'd say that's the likely source of our chrysalid problem. I guess we should just be thankful it wasn't a cruise liner. Okay. Nee, kann ich nicht. Ich soll das Schiff untersuchen, hieß es ja, ne? Muss ja alle Chrysaliden ausrotten. So, ich würde trotzdem gerne da hier hinten noch mal ein bisschen aufpassen, wenn nicht irgendwas jetzt in die Rücken fällt. Verstanden, Kommandant.
denn das für ein... Ich sehe nichts Symbol. So. Weil kann ich hier durch, ich muss hier unten rum, okay. Oh, 3 Chrysalide. Oh ne, Spray und ein Zombie. Mhm. Also 70%. Immer getroffen. Komm, mach den ersten weg. Sehr gut. Nummer 1 weg. Verstanden, Commander. Muss man da hin, damit du auch was siehst. 90%. Sehr gut. 5 weg. Jetzt könnte ich ein 3. Komm, 3 schaffst du. Jawoll. Perfekt. Hat sogar noch einen in der Hinterhand, den ich hätte benutzen können, wenn da noch mehr gekommen wäre. Zombie kommt da so angelatscht langsam. Da hat er den Zombie-Schlümpfe auch irgendwann größer liegt, wenn ich die Schlange am Leben lasse. War da nicht mehr irgend sowas? Was? 100% Critical, na mal sehen. 9er Crit. Wir in Position. Na, da kann ich aber auch die Pistole wieder nehmen. 83 reicht immer noch, denke ich. X-Ray ausgeschaltet. Ich komme sogar bis dahin hier oben. Aber ich will nicht hier oben alleine mit denen rumlaufen lassen. Da schick ich ihn hier runter und lassen nachladen. Damit er auch wieder sein Sinn zurück voll hat. So, den kann ich schon mal hier hinterher gehen lassen. Da ist ja nichts. So, den kann ich da hin und auch mit nachladen, damit er auch wieder dann alles schön so voll hat. Ey, Chrysaliden. Das ist so das, was ich am wenigsten leiden kann. Die machen eine ganze Mission drüber. Dankeschön. Habt mich lieb, Entwickler, ne? Ich weiß. Aber der muss man mit hinterher sprinten, sonst sieht er bald gar nichts mehr. Oh. Fuck. Chrysalids are using that whale as some sort of hive. Who knows how many offspring they can produce? Oh, fuck. Schlüpft jetzt hier runter einer oder was? Our sensor readings are picking up a whole lot of activity from inside the hold of that ship. I think you're about to have a lot of company headed your way. Oh, fuck. Nothing you've got on hand is going to be enough for this one. What we need is an airstrike. If you can reactivate that ship's transponder, we can have air support pinpoint your location and take the whole thing out. Okay, ich muss irgendwie da hochkommen. Oh, fuck. Bin dran. Ja, da schlüpft jetzt echt jede Runde so ein Chrysalid raus. Ach du Scheibenkleister. Position bestätigt. Mist. Hm.
Alle mal auf den Haufen stellen hier gegen die Kryptaliden. Gegen Kryptaliden kann ich eh keine Deckung suchen, sinnvoll. Und Overwatch ist auch nicht, die rennen einfach gerade drauf zu. Oh, doch, bei dem, wo ich nicht sehen konnte, mit Overwatch sind. Das ist nämlich rotes Vieh. Das ist doch in jeder Runde das vor und ein und vier, alter Schwede. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Wo ist denn die verkackte Treppe? Da hinten ist die. Da hinten ist die Treppe. Oh nee, hä? Ich muss also wirklich da mitten durch. Ach du Scheiße. Und verfehlt. Schade. Ziel steht noch. Okay. Jo, Reaperman, triffst du besser. Bissel. Es ist so schrecklich, als Sniper jetzt hier irgendwas zu kriegen. Ne, ich will den Pistole schon haben. Ist schon richtig. 95%. Sehr gut. Macht einmal mit der Pistole und Chrysalid weg. Wenn die anderen es halt nie hinkriegen. So, jetzt will ich mich mal ein bisschen reinrennen. Drücke aus. Das ist doch die einzige Treppe hier, oder? Und Overwatch, bitte. Ich muss hier schnell durch, ey. Sonst geht mir irgendwann die Muni aus. Es spawnen schon zwei. Na, geil. Ich muss ja richtig schnell durch. Ach, ich bin ganz schlau. Ich habe nicht mal die Schrotflinte genommen. Mhm. Komm, mach weg. So geil, dass ich ihm diese Pistolenfähigkeit gegeben habe. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Okay. Ah, ist ja noch einer, stimmt. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Na, der muss mal nachladen auf jeden Fall. Kommt der andere jetzt eingelaufen? Ja, der andere kommt eingelaufen. War nochmal so ein Vierer-Treffer. Ich hab ein Problem jetzt. Und der schießt uns hin. Boah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, nein, ich hab meinen Sniper, nein. Oh, er hat sich bewegt, zweimal. Boah, es ist so übel. So viele Viecher. Töten, was jetzt. Ja, er macht nur drei Schaden. Ah, oh, fick, ey. Ja, muss ich nachladen, alles klar. Ich muss den da wegzuschießen. Weg, das ist ein so, jetzt muss ich versuchen. Mit 73. Oder 104. Aber nur up to 4 Damage. Ich muss mal gucken, wie viel Schaden die macht. Brauche ich auf jeden Fall die 4 Damage.
Machen weg, bitte. Jawohl. Oh. So, du läufst auf jeden Fall. Und lädst dann nach. Du läufst so weit du kannst, ey. Meine Fresse, das ist so übel. Wie? Kann ich jetzt nicht mehr verarschen? Doch klar, da habe ich kaum da. Was, der hätte gar keine Muni, der hätte den nachladen müssen. Ha 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 ha. Wo ist der hinterher? Hinterher sprinten. So, dahin und du lädst auch mal nach. Ist ja fast alle. Schlüpft wahrscheinlich wieder so ein Vier raus, ja klar. Zwei oder eins? Zwei. Alles, da hat man fünf Schaden, das ist schon mal geil. Mal weiterlaufen hier. Weitergehen. 70 schafft er noch dazu machen. Komm, mach tot. Nein. Verflucht! Ziel verfehlt! Komm, mach weg. Perfekt. Und dann machst du auf den einen kritischen Schuss. Möglichst kritisch. Hm, kein kritischer Schuss. Da wäre nämlich weg gewesen. Schade. Aha. Dann mach du den weg halt jetzt. Komm ja nicht weg da unten. Das ist der nächste schon wieder. Die nächsten zwei, ey. Das sind immer zwei. Das ist so übel. Drei, jetzt, okay, dann mehr. Mehr und mehr und mehr. In Bewegung. Rücke aus. Ich muss mit dem erstmal nachladen, auf jeden Fall zurückziehen und nachladen. Oh, Philipp, das war vielleicht nicht die beste Idee, mich da zu zeigen. Der muss es hier oben machen. Und du musst ganz nach hinten dashen. An allen vorbei. Um dann noch wirken zu können. Hm. Dass das vorbeigeht, war wahrscheinlich. Der hat auch noch seine zwei Bewegungspunkte schon aufgebraucht. Oh fuck. Der geht zu meinem hoch. Shit! Nein! Au! 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 Der haut den erstmal aus dem Latschen, logisch. Sehr gut, macht einen kritischen Treffer. Ist einer weg. Oh, fuck it. Ich
weiß nicht, ob der weiterlaufen darf. Ich vermute aber schon. Jawohl, Sir. Sagt, es war dumm, sich da zu zeigen. Springt sie da runter? Okay. Mal 3 Schaden aus dem Overwatch. Eine klare Salve. Schlüpfen wieder 3, oder? 1. 2. Ne, nur 2. Warte mal, du kannst dich vielleicht mal ein Stück bewegen. Okay. Sind wir 89% Trefferwahrscheinlichkeit. Ey, wie viel die hier schon weggeräumt hat jetzt. Bin dran. Wieder alles nachladen. Kann weitergehen. Drücke vor. Der hat's geruckt. Mann, das ist ein langer Einsatz, ey. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Das ist klar, mein Sniper. Können sogar gut was treffen dort. Ey, ohne die neue Waffe wäre der so nutzlos auf der Map jetzt. Mit der neuen Waffe macht er halt genug Schaden dafür. Und auf den nächsten Overwatch. Könnte sogar sterben bei der Aktion. Ja, sehr gut. Muss ich nächste Runde nicht wegmachen. Und nochmal ein Overwatch. Das ist auch mit einem von meinen Schüssen wieder tot. Sehr gut. Ich kann sowieso noch laufen. Ah ne, ich muss erstmal nachladen. Dann darfst du aber auch nochmal laufen vorher, wenn du sowieso Pistolenschuss benutzt. Sehr gut. Die 2 extra Schaden auf der Pistole sind einfach so geil. So, jetzt muss ich mal so schnell möglich dahin. Verstanden, Commander. So, uns nochmal hier hinstellen für den Overwatch, falls irgendwas hochgesprungen kommt. Was man meint, es muss jetzt da. Mäh. Sehr gut, wie die halt rumlaufen um die Leute. Nachladen. Nochmal nachladen hier dann. Ist bitte doof, wenn man die Gegner ein bisschen ausspielen kann, indem man es einfach nicht sieht, dann sehen sie ja nämlich auch nicht. Und dann laufen sie meistens auch nicht. Oder nur sehr gering. Kopie darfst du wieder machen, ja. Position bestätigt. The ship's transponder is active and transmitting. You need to get moving, Strike One. That whole place is going up in a matter of minutes, and anyone left behind is as good as dead. Objectives updated. In 8 soll ich über die ganze Map kommen. Nö, ich schlaf. Ich hoffe, ich komme hier runter. Ich hoffe, ich darf nicht da runterspringen. Ich weiß nicht, ob ich die da runterspringen lassen darf. Hier. Wahrscheinlich ist es zu hoch.
Aber hier dürfen wir auch runterspringen in die gleiche Ebene. Hoffen wir mal, dass wir runterspringen dürfen. Jetzt hätte nur noch zwei Leben. Ich hätte nicht so wahnsinnig viel. Hardcore Section E. So, kein Gegner mehr unten. Ja, ich darf runterspringen, alles klar, sehr gut. Jump, jump, Motherfucker! Also wenn das da oben rusht und sogar die ganzen Gegner nicht plättet, dann hat man sowieso ein Problem. Drifter. Ich hätte auch hier oben reingekommen. Gekonnt. Gekommt. Wenn du direkt von oben reingegangen ist, hast du eine bessere Position gewesen. Jetzt echt noch was? Oh, nee. Und bloß da raus. Das ist egal. What? Das ist jetzt ultra ekelhaft. Einen Gun mal hier eine Runde. Erstmal einen reindrücken. Das sind immer so Schrotflinte gegen ekelhafte Viecher. Sehr wirkungsvoll. Muss auch noch was wegmachen hier. Sniper nämlich noch weiter dischen. Ich habe mir schon gedacht, dass da noch was rausschlüpft, zum komischen. Das war mir da vorhin schon klar. Da wollte ich doch das Ding schon kaputt machen. Wow, wow, wow. Jetzt sind meine Schrotflinten Schrotflinten-Tussi zwar ein bisschen hinter mir, aber naja. Ja, kommt halt sonst noch was, ey. Boah. No, das steht wieder direkt dran. What? Kommt auf allen immer mehr. Ich muss halt einfach nur hier raus. Wie weit ist es denn noch? Die Evac-Zone. Das ist ja mindestens noch drei Runden. Auf jeden Fall, der ganz hinten muss rennen. Du musst rennen. Aber hardcore. Jawohl, einen macht er weg. Bla 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 bla. Hier in Position. Muss ich mir jetzt vorbewegen mit Overwatch Pausen. Bin unterwegs. Problem ist, dass da viel zu viel angerannt kommt, um mit Overwatch Pausen eigentlich mich zu bewegen. Kann eigentlich von nur wegrennen. Ah, da kommt das nicht. Also anderes, was das auslöst. Ich wollte gar nicht bei dem. Bei dem wollte ich es eigentlich, dass beides das alle auslösen. Naja, wäre nämlich tot gewesen, das Vieh. Nein, nein, ich habe einen Sniper, nein! Aua! Warum geht's einfach manchmal 5 Schaden, manchmal 7?
Sah eh aus wie vorbeigeschossen. Und jetzt mal nach, dass man einen Schuss. Sprint es mal. Da ist ja nur noch einer mit 3 Leben erstmal in der Nähe. So, muss auch mal nachladen. Nee, 4 hatte sogar noch. Aber trotzdem tot, sehr gut. Das ist jetzt wirklich Deckungsspiel, meine Fresse. Das brauchen schon wieder welche, ey. Ich meine, langsam sind sie so weit weg, dass sie mich nicht mehr so direkt kriegen können, aber trotzdem, what the fuck, ey. Was da einfach alles raus blubbert. I know. Thanks for the info. Ist das bitter? Lauft, alle, lauft. Wie bin ich dann nicht mehr Schaden genommen bei den ganzen Aktionen? Und Gubi wurde wieder komplett geheilt. Ziel bestätigt. Ja, das ist aber ein bisschen amerikanisch, einfach mal den ganzen Ort in die Luft jagen, aber naja, ich weiß nicht. Viel was anderes kann man dort wahrscheinlich nicht machen. Man kann nicht ständig Leute hinstellen, die Viecher abballern, die da rausblubbern. Boah. Das Problem ist, die müsste zum Evac Point. Und da kommt sie dieses Mal noch nicht hin, aber sie kann trotzdem schießen, das ist das Gute. Du kommst schon hin. Nein! Ja, ich jetzt halt dort jemand auf Overwatch. Weil da drin steht, darf ich ihn nicht mehr benutzen oder was? Anscheinend. Da stehe ich mir lieber meinen Leuten noch nie rein, wenn noch nie alle reinkommen. Continue Mission, dankeschön. Ich würde gerne alle mitnehmen. Sehr gut, noch ein Kill. Guppi, ey. Mein Held. Ah, der blubbert halt noch mehr raus, ist klar. Blip. Idiotische Walfänger. Wisst ihr, deswegen sollte man Walfang nicht unterstützen? Ich weiß. Okay, jetzt auch alle rein, alles gut. Perfekt. Das rumst. Perfekt. 32 Kills. What the fuck? Empty Sleep, ey. Ja, what the fuck. Mir fällt mir echt das nicht ein gerade. Was für eine lange Mission, meine Güte. Was, und Guppi wurde nicht promoted, trotz seiner ganzen Kills. Zombie gone. Okay, cool. Shirley Werewolf Holmes. Lightning Reflexes. Das ist so gut. Okay, aber das finde ich sehr gut. Da kannst du nämlich Overwatch-Leute auslösen, ohne dass du getroffen wirst. Finde ich einfach nur super geil. Corporal Promotion. Bullets vom Holotouch-Dings. Hm.
zweiten Reaction Shot? Ne, ich will lieber die Heat Ammo, die gegen Roboter effektiver ist. Hier, Sergeant the Line. Disabling Shot, ne? Sniper to fire shot causes a ton of main weapon to my weapon. Der Battle Scanner. Den finde ich das sinnvoll. Den kannst du mir irgendwo reinwerfen, dann siehst du vorher schon, was da drin steht. 7 Tage. Schade. 4, 5. Urban Combat Badge wieder mal bekommen. Panic Reduction komplett. Sieht meine Situation jetzt aus. Ja, für eine komplette Panic Reduction war es aber nicht. Das war ja nur im Osten eine Panic Reduction. Satellite Uplink Facilities at 130, 50, 70, 160. Oh, werden wir auf jeden Fall noch 160 holen müssen, denke ich mal demnächst. Ja, ich würde aber sagen, erstmal, das war's das für diese Folge. War lang genug. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und mein Gejammer war nicht ganz so schlimm, wenn ich dachte, meine Leute sterben. Bis bald.